wir sitzen gerade im Zug nach Hannover. Und wen haben wir gerade getroffen? HSV-Fans ohne Ende. Und dann, ja, heute ist das Spiel in Hamburg, ja? Gegen Karlsruhe SC. Genau, da haben wir gerade Fans getroffen und die meinten, dass Bremen nicht gut ist. Die Luft stinkt. Weil die Werder Bremen nicht mögen. Und das Beste an Bremen ist was? Die Autobahn nach Hamburg. Ja, keine Ahnung. Später werden die Züge anscheinend sehr voll sein. Aber mal gucken, Munchos Lieblingsmannschaft ist HSV. Und die hoffen natürlich, dass sie alle aufsteigen, ne? Ich weiß nicht, was für Hoffnungen da sind. Mal schauen. Aber jetzt sind wir auf dem Weg erstmal nach Hannover und danach geht's weiter nach Halle. Typischer Zoe-Move, ey. Mensch, warum hast du Papiertücher mit? Och nee. Seitdem ich nach Oldenburg gefahren bin, in dem Waggon, wo ich drin war. Was war da noch? Toilette defekt. Hat der Schaffner zu mir gesagt, steigen Sie in die Hude um in den vorderen Waggon. Ja, bin ich umgeschickt zur Toilette, kein Toilettenpapier. Seitdem hast du Küchenrolle mit? Moinja! Aha. Interessant. Angekommen. Hier hinten ist das Zeller Schloss, Monja? Ja. Das Zeller Schloss, ne? Es ist auch ein Theater irgendwie und Monja, vor wie vielen Jahren warst du jetzt noch? 52 Jahren. Also das heißt, Monja war damals von der Bundeswehr aus hier in dieser Stadt. Und Monja, der war bei manchen Städten einfach so vor 40, 50 Jahren und sagt dann so, was jetzt auf einmal sich verändert hat. Und ja, das ist das große Schloss hier im Hintergrund. Mal sehen, was da so ist. Mal kicken, ne Munchos? Was war hier? War hier früher auch schon Theater? Ja. Baustelle. Freuen. Da. Das ist hier das Schloss. Das ist das Zeller Schloss. Kommst du wieder auf Zelle? Nein. Ich erzähle hier gerade. Das letzte Mal, als ich hier im Schloss war, das war im Mai 1968. Oh, das war weit vor Ihrer Zeit. Ja. Da war ich bei der Bundeswehr in Hamburg Unteroffizierslehrgang. Ich bin hier gerade im Innenhof und hier sind gerade welche mit dem Auto reingefahren. Ich glaube, man kann hier wirklich heiraten. Und ist drumherum so ein riesiges Schloss. Ja, nicht schlecht. So, ein Fred. Frisch aus der Gulaschkanone. Oh, ich hab mal Bock auf Erbsensuppe mal machen. Erbsensuppe schmeckt lecker, ne? Mit Dings. Vor allem bei der Bundeswehr, wenn du
Nachtübung hattest und hast dann Mittagessen gekriegt, Erbsensuppe, dass sie überhaupt drauf gestürzt sind. Echt? Oh, voll die fette Tasse. Ja. Schwarzwälder Kirschkakao. Kann man dann zu so einer hübschen Frau. Aber das sieht doch aus wie Spekulatius. Das sieht aus wie Schwarzwälder Kirsch. Geht mal hübscher Mann. Das Ding ist, ich finde, das schmeckt nach Spekulatius, aber das ist ja so was. Das schmeckt nach Latte für mich. Aber das ist. Hä? Mir ist so warm, ne? Ja. Vor allem, ich weiß nicht mal, was so warm an diesem Ding ist, aber ich habe so ein Lachflash. Alles ist einfach voll süß geworden. Wollen wir so was richtig Süßes machen? Ja. Ich muss sagen, ich bin schon nicht pretty geworden. Oh mein Gott. Ein bisschen verstört, aber egal. So. Scheren in der Kinderabteilung, ja okay. Mhm. Wir aufeinander schneiden. Oh, ich liebe solche Blöcke, ja, ne? Schere! Wo bist du? Eine Bastelschere. Oh nee, sag nicht, die sind verpackt. Hier sind Scheren, aber die sind verpackt. Eigentlich glaubst du immer, dass ich die auch. Hello, we need a scissors. Ich kaufe mir jetzt hier keine Kinderschere, damit ich hier Bilder auseinander. Ah, hier oben vielleicht zum Testen oder so. Ah, hier vielleicht? Guck mal hier. Ja, ne? Oh, yes. Ja, war schon. So, ne? Ja. Okay. Ich bin richtig schlecht im Schneiden. Warte, ich hole mir jetzt auch eine Schere. Hier sind ja sogar die Schranken beleuchtet. Hä, wieso leuchten die? Voll witzig. Unsere schicken Bilder. Und die beleuchtete Schranke. Mojo, guck mal, hier Seniorenkino. Was gibt's denn auch für Schönes? Ach, guck mal, den Film habe ich schon gesehen, La La Land. So, wir nehmen jetzt den Zug zurück nach Hannover und es war ein richtig schöner Tag. Also Lara ist auch extra nach Celle gekommen. Wir haben uns quasi da getroffen und einen richtig schönen Tag gehabt. Also die Stadt Celle ist nicht so krass groß, aber dafür hat sie uns ein mega cooles Café gezeigt, wo wir quasi Kakao und sowas getrunken haben. Mit so Spekulatius-Geschmack, mit Brownie-Geschmack, mit Schwarzwälder Kirsch. Dann haben wir erstmal analysiert, weil irgendwie hat meins nach Latte geschmeckt und das war schwarzer lackiert oben drauf. Wir haben das, glaube ich, vertauscht, aber es war ganz cool. Na, Mensch? Ja. Ja, mir ist das Schloss gefallen, wa? Ja, du musst, kann sich nicht erinnern, als er in das Schloss gegangen ist. Ja, können wir erstmal raus? Ja. Ach du meine. Oh mein Gott. Sag mal, wie lange haben die denn Party gefeiert? Nee, das Spiel war zu Ende. Oh mein Gott, 20 nach kurz vor halb. Ach du Scheiße. Oh nein, gut, dass wir schon einen Sitzplatz haben. Ja. Und ja. Krachmusik.
Dynamo, Forza Dynamo, Dresden, Lichterfahrer, Lichterfahrer, Dynamo, Lichterfahrer, Lichterfahrer, Dynamo. Da bist du nicht heimisch, ne? Das kenne ich vom Volleyball, wa? Das kennst du vom Volleyball? Ja. 0-2, ja. Das ist gar nicht Humor. So, ich bin inzwischen auch wieder zu Hause angekommen und es war ein richtig schöner Tag. Es ist jetzt schon 20 Uhr, also ich war den ganzen Tag wirklich unterwegs. Aber es war ein richtig schöner Tag. Ich war mit Lara dann halt noch in so einem Café, das war richtig cool. Da konnte man so Kaffee und Kakao in verschiedenen Sorten trinken. Also so Spekulatius, Schwarzwälder Kirsch und sowas. Das war mega, mega cool. So Brownie-Geschmack, Popcorn. Das habe ich noch nie vorher gesehen. Und dann waren wir noch in einer Fotobox und haben da lustige Bilder gemacht. Das war auch richtig cool. Und ja, es war ein schöner Einblick mal, sich so zu treffen, wie ich jetzt Ferien habe. Und ja, jetzt bin ich zu Hause angekommen und das war's dann auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bleibt dran. Es gibt nächstes Mal wieder eine Reise ins Ausland. Also schaut zu, was ich da alles erlebe und wen ich da so kennenlerne. Das wird auf jeden Fall, glaube ich, witzig, weil bei mir passiert ja eigentlich immer irgendwas. Und dann würde ich sagen, bleibt dran und bis dann. Tschüss.